Mit Asterix und Obelix, das ist cool. Das gefällt mir. Jetzt wird die Musik wieder ein bisschen epischer. Ach, so finde ich das geil. Ich finde das toll so. So, da kann ich jetzt erstmal einen Stein drauf schieben, ne? Ja, die Tür ist schon mal zur Hälfte offen. Kann ich hier schon durch? Ja, tatsächlich. Was bringt das, wenn der Asterix jetzt wieder nach oben geht? Gar nichts, ne? Ich glaube, ich muss zuerst hier durch. Obelix kann da noch nicht durch, aber der Asterix, der ist dünn genug. Boah, wie weit unten sind wir denn? Das schaut richtig geil aus mit der Lava. Nur ein bisschen unlogisch, wenn ich mich jetzt hier reinstelle, ja, dass so nichts passiert. Hier kann ich schon mal Feuer anzünden. Ach, jetzt weiß ich's. Da oben war doch was zum Anzünden, ne? War das nicht so? Dahinter, ne? Ach, hier ist ein TNT. Ja, gut. So ist das richtig. Und dann kann ich den auch noch da drauf schieben. Dann, genau, dann können wir da durch und ich kann Obelix spielen. Sehr schön. Obelix, komm mit. So, jetzt kann ich das aufschlagen. Läuft doch. Ist mal gar nicht mal so schwer. Bloß leise. Warum? Kommt näher, meine Freunde. Was ich jetzt sagen werde, könnte mich ins Gefängnis bringen. Ach so, deswegen, hä? Hier in der Nähe ist eine Bibliothek. Cäsar hat darin einen wertvollen Schatz versteckt. Vergesst, was ich euch eben gesagt habe. In dieser Bibliothek gibt es gar nichts zu finden. Nein, nur nicht. Ein Schatz, was da wohl sich verstecken mag. Bestimmt wieder so eine Krone. Oh, geil. Oder war ich hier noch? Schon peinlich, wenn man sich nicht mehr dran erinnern kann, aber na gut. Ich glaube, ich kann mich hier echt noch dran erinnern. So leicht. Ist jetzt nochmal so ein Rätsel. Doch, und danach können wir, glaube ich, nach draußen. Die Bibliothek, die kenne ich sogar noch. Ich glaube es zumindest. Aber dass ich das bis hierhin geschafft habe, das ist ja echt als 13-Jähriger schon nicht schlecht, oder? Was gibt's hier denn alles so Schönes? Ist ja ein kleines Labyrinth hier. Hier ist nichts. Was ist hier? Wir machen jetzt eben noch bis zum nächsten Speicherpunkt, dann war es das auch erstmal. Ah, hier war ein Schalter. Sehr geil. Okay. Weil hier scheint echt nichts zu sein. Doch, ein Schalter. Okay, gut. Dann. Ich wollte schon sagen, aber der war fies versteckt. Und ich glaube, wenn wir alle Schalter betätigt haben, können wir auch weiter. Ih, da ist eine Maus. Da war noch ein Schalter. Wie viel fehlt uns denn noch? Einer. Und der ist bestimmt irgendwo oben hier, ne? Kann ich mir schon vorstellen. Ja, der muss hier irgendwo sein. Hier brauche ich jetzt Obelix für. Nee, doch nicht. Ich kann alleine rüberfahren. Oh nö. Ich wollte den Schatz doch haben. Ach ma. Hier ist schon wieder ein bisschen schöner. Ach, hier ist der Shop. Doch, Leute, ich kann mich, glaube ich, dran erinnern an dem Ort hier. Konnte ich, habe ich doch ein bisschen weitergespielt. Keule-Kombo und ein Maulwurf-Kombo. Man kriegt also doch immer mal wieder ein bisschen mehr. So. Ich noch gerne ein Maulwurf-Kombo haben und ein Schild nehmen wir noch mit, ne? Dann haben wir noch 10.000. Das ist noch extrem viel eigentlich.
Aber wo habe ich, wo ist jetzt der Obelix? Da musst du auch mitkommen. Ich habe den einfach da gelassen. Ich kann doch gar nicht weiter ohne den, oder? Doch, irgendwie schon. Naja gut, dann machen wir das einfach mal so. Stört mich nicht. 60 Gegner. Oh oh. Ich brauche einen Zaubertrank, weil so kann ich den nicht besiegen. Ich brauche einen Zaubertrank. Ach Mann. Doch, ich kann die besiegen. Pass mal auf. Wenn die mal wechseln. Aha. Kommt her. Aha. Nice. Jetzt kommen wir die nächsten. Hoho. Kommen sie von allen Seiten. Alter, wie viel Schaden ich aber mal kriege jetzt hier. Boah, ich kassiere jetzt aber ganz schön. Hier gibt es immer noch mal ein bisschen Leben. Das sind aber auch viele, oder? Noch 45, Alter. Sind das viele. Die Großen sind unfair. Komm schon. Jawohl. Nice. Aha. Geht mal auf den Piss. Boah, Alter, wie viele denn noch? 25. Ich glaube, mit Obelix wäre ich ein bisschen besser dran gewesen. War, aber wo ist denn der? Warum ist der jetzt nicht mitgekommen? Ich dachte, das geht nicht, dass man, sag ich mir jetzt mal, getrennt ist. Oder ist das beabsichtigt? Oder ist das so, dass man ohne ihn das hier machen muss? Oh, schlag mich noch nicht immer. Warum seid ihr eigentlich groß und die anderen nicht? Seid ihr erwachsen oder was? Die anderen sind Kinder. Kann ja wohl nicht hinkommen, oder? Gab es noch eine Keule für mich. Lecker Schmecki. Oh, kassiert. Gibt es immer noch mal ein paar Schweine. Das ist gut. So, noch 10. Noch 10 Leute. Jetzt kommen ja die ganze Zeit diese Großen dran, ne? Die gehen mir schon auf die Nerven. Wo denn? Hier, ne? Wie viele Schweine hier sind, voll geil. Oh, oh nee. Alter, nee, nicht der. Nein, ich will nicht verlieren. Ich will nicht sterben, bitte, bitte, nicht. Nein, 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 nein. Boah, die sind viel zu schnell für mich. Boah, Leben, gib mir schnell Leben. Gib mir schnell Leben. Oh, danke, danke, lieber Gott, danke, danke, danke. Aber ich brauche mehr. Oh, ne, vergiss diese Scheiß extra da. Wir brauchen ein Leben, bitte. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche Leben. Da oben war was versteckt. Ich hab's gesehen. Ich hab es gesehen. Nice. Hier könnte ich mich jetzt theoretisch erstmal verkrümmeln. Okay. Alter, ich brauche Leben. Bitte. Komm hoch. Na hopp. Komm her. Du Löwe. Aha. Austricksen hier. Aha. Na? Kommt her.
Aha. Warum schreien ja die ganze Zeit wie so ein Idiot, haha. Das klingt richtig dumm. Oh, ich muss hier gerade richtig strategisch vorgehen, Leute. Sonst kann ich mich gleich ganz schnell verabschieden. Boah, ich habe gerade so richtig Schiss. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Immerhin habe ich jetzt eine Keule bekommen. Ist noch einer. Boah, verpiss dich, Alter. Der hat mich beinahe getötet. Boah, das war jetzt schon. Das war jetzt schon ein wenig schwieriger. Alter. Jetzt kann Obelix durch. Also, darf er wohl doch mit. Boah, wie schwer war denn das gerade? Ich habe mich bei den Josen gekackt. Das war so schwer. Das war so heftig schwer. Und hier geht's jetzt weiter, oder was? Aber ich möchte ganz gerne noch, eben mal hier drüber, wenn das möglich ist. Glaube nicht, ne? Weil da ist so irgendwas. Egal. Lass mal weiter. Auf! Zum nächsten Part. Teil. Wo wir jetzt auch mal hinkommen. Das erinnert mich so ein bisschen an Spyro. Diese Ladesequenzen. Im Flug. Okay, gut. Das wäre dann, glaube ich, der nächste Levelabschnitt, wo wir jetzt sind. Ich glaube dann, das wäre das dritte Level. Ja, aber gut. Ich glaube, das war's auch erstmal. Hier an der Stelle. So, ich werde jetzt eben nochmal speichern. Wo sind wir jetzt? Stufe 4. Und jetzt ist das vierte Level. Ich guck gerade mal ganz kurz, wo man nochmal ins Menü konnte. Ach, es gab ja auch irgendwo eine Taste, wo man gleich... Auf V konnte man gleich die Sicht ändern. So. Okay, gut, das wusste ich nicht. Dann fürs nächste Mal ist das ein bisschen einfacher. Wenn wir jetzt hier so stehen und möchten gerne nach da gucken, drücken wir einmal V und dann passt das. Das ist, finde ich, schön. Irgendwo konnte ich... Wo war das denn? Irgendwo konnte ich ins Menü. Auf P. Früher war das immer auf P, Leute. Das Menü war früher immer auf P. Ich weiß nicht warum, aber es war so. So, wir gehen mal kurz raus. Wir haben ja gespeichert. So. Genau. Boah, wir haben ganz schön viel geschafft, oder? Genau. Das war das dritte Level. Vierte Level. Wir sind im fünften Level. What the hell? Dann haben wir es ja bald geschafft. Ein oder zwei Level kommen noch und dann haben wir Griechenland geschafft. Krass. Ja, Leute. Gut, dann würde ich mal sagen, danke erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.